Hast du mir die Kamera weggenommen? Ah, hab ich sie wieder. Ja? Und auch damit von mir, Joai, und willkommen zum 12. Juli, es ist Sonntag. Noch nicht so richtiger Sommersonntag. Heute soll es ja eigentlich schwül, heiß und drückend werden, dann ab heute Mittag oder Nachmittag dann schwere Gewitter, aber momentan sieht es einfach nur nach einem wechselhaften Tag aus. Und damit willkommen zu Vlogging the Family, das Live-Vlog der Iceworks-Familie. Na, Charlotte, du hast schon so viel erzählt, ne? Und Victoria auch. Na komm, Charlotte, jetzt müssen wir noch die Hose anziehen. Wir gehen heute Baby gucken. Ja, gehen wir Baby gucken. Bei Romy und Fred, die haben euch auch noch gar nicht gesehen. Weil die waren ganz doll auch beschäftigt, ne? Die haben sich ein Haus gebaut und dazwischen drin Kind gekriegt. Wie es halt so geht. Ja. Was machst denn du hier? Na? Ja, ja, da dürft er ja dran. Aufmerksamkeitsspanne wie ein Eichhorn, die Beine manchmal. Ja, euch meine ich. Eben noch mit dem Ball gespielt und zack, dann erstmal unter den Stuhl. Hier die lustigen Türen, Offenhalter, wieder traktieren. Ey, mit den Dingern schleppen sie sich was zurecht, das ist unglaublich. Du rutsch damit. Charlotte! Charlotte! Wink ruhig nochmal! So ist fein! Jetzt siehst du aus wie Königin Mutter, ey! Ah, nee, die andere! Hier! Elisabeth! Kannst du mit den Füßen winken? So, Victor, jetzt ist dein Zug runtergefallen. Ihr seid ja niedlich. Ne? Die sind süß. Beide, oder? Du bist auch süß, Schatz. Oh. Ich glaub, da hab ich. Charlotte, was machst du denn da? Ups. Da die Schnuffelmäuse gerade schlagartig der Müdigkeit erliegen und der Kinderwagen draußen steht, verlegen wir das Frühstück nach draußen. Geht ja auch jetzt. Sah vorhin nicht so beständig aus, aber ich glaube, jetzt reicht. Die Anna spielt Verstecken. Da. Eigentlich kämpft sie ja mit den Ameisen um die schwarzen Johannisbeeren. Ne, eure Mama kämpft mit den Ameisen. Den Ameisen. Ja. Na, Charlotte, willst du nicht noch ein bisschen schlafen? Ach, Papa, ich weiß nicht. Ist denn meine Schwester wach? Ja.
Ja, hast du auch ein Stück Papier? Hm, das ist lecker, ne? Was denn? Hast du mir die Kamera weggenommen? Ah, hab ich sie wieder. Yay. Yay. Ja, Mensch, sind wir alle unterm Tisch hier, wa? Ja, sowas. Meine Schwester ist schon wieder raus. Nee, die kommt schon wieder um die Ecke rum. Ist ja eine ganz schön enge Höhle hier, wa? Nee. Doch? Der Papa passt hier quasi nur mit dem Kopf drunter. Ja, hey. Na? Jetzt willst du dich am Tisch hochziehen? Da würde ich aber noch einen Schritt zurückgehen. Jetzt hat der Papa sich auch einen Kopf angestoßen. Jetzt habe ich mir den Kopf auch angestoßen. Doing. Und draußen. Und du willst dich da hochziehen? Hm? Spielt ihr Verstecken? Die beiden sind so krass. Ja, Victoria war eben auch mit Rauf-Runtersteigen beschäftigt. Na, Victoria, willst du gleich wieder ein paar Schritte laufen? Freihändig? Ja, super. 4, 5, 6. Super. Und nicht richtig hingefallen, sondern abgefangen. Hast du fein gemacht. Die Anna hat hier das ehemalige Zwiebelbeet vom Unkraut befreit. Und ich werde jetzt hier noch ein paar Sachen wieder einsehen, dass wir Setzlinge haben. Hier wollen wir noch die Paprika hinpflanzen. Mal gucken, ob ich das mache oder die Anna. Ich werde erstmal einsehen. Erstmal glatt machen, ein bisschen Hornspäne einhaken. Schon mal die Saat hier. Das ist der Salat, der kommt wieder in den Veg-Truck rein. Weil der war ja jetzt durch. So, dann haben wir noch Fenchel, Blumenkohl, der noch ein bisschen Fenchel, Radieschen und Radi. Ein bisschen Feldsalat haben wir auch. Mal gucken, wie wir das verteilen am besten. Ja, Auberginen brauchen wir jetzt nicht pflanzen. Zucchini haben wir genug. Haben wir. Kann man die jetzt noch sehen? Bis April. Radieschen haben wir auch noch reichlich. Können wir auch noch reichlich Radieschen sehen. Ist nur die Frage, wohin. Ich habe jetzt hier 2 Reihen Fenchel, eine Reihe Blumenkohl, eine Reihe mittlere und eine Reihe große Kohlrabis hingepackt, damit dann erstmal Setzlinge. Und die werden dann hier, und wenn hinten da Kohlrabis weg sind, wenn die dann soweit sind, da reingepflanzt. Ja, außerdem habe ich hier vorne in dem Stück den Asiasalat. Da habe ich ein bisschen Feldsalat ausgestreut. Und in dem Veg-Truck habe ich wieder die vereinigten italienischen Unkräuter reingepackt. Ich denke, das wird ganz gut. So, jetzt das Ganze wegräumen und noch ein bisschen mit Wasser plempern, damit das Zeug auch angeht. Herr Mäuselchen, jetzt geht's auf zum Besuch. Kleine Babys gucken. Also eins. Ein kleines Baby gucken. Ne, kleine Babys gucken, kleines Baby. Kleine Rübe. Na, gut drauf?
Immer gut drauf. Ja. Ah. Und da sind wir wieder zu Hause. Vom Babybesuch. Noch so Baby. Die ist noch so lüttens klein, 3 Monate. Ach, Püppis. Püppis. Aufwachen. Wir sind zu Hause. Ja, Schnuffelmaus, ne? Da war ein Baby. Das hatte die gleiche Frisur wie du. War viel kleiner. Mama, die war viel kleiner als du, die kleine Anni. Ja, und kleiner als du auch. Was ist los? Hier, hast du eine? Den wollte sie gar nicht. Ja, und die Anni hatte auch so einen Ball, ne? Die hatte auch einen O-Ball. Ha. Du musst ja Fred noch ganz schön was kindersicher machen. Da habt ihr mal gezeigt, wie schnell man DVDs ausräumen kann, ne? Kleinen Schnuffels. Die Mädels sind wieder in der Küche. Na? Habt ihr alles ausgeräumt aus der Schublade? Nee. Nee, ist noch was drin. Ja, jetzt müsste man nur noch diese Amaranth-Pop-Dings aufkriegen, ne, damit man das verteilen kann. Ich fang dich. Ja, komm schnell rum, Victoria, komm schnell rum, sonst hat deine Schwester dich gefangen. Nee, die läuft jetzt wieder andersrum. Hammer, ne? Hey, zack. Endlich so ein rabiater Gnom, ey. Mädels, wie sieht's jetzt aus mit Bett fertig machen, ne? Sieht nicht so aus, Papa. Wie sieht's da aus damit? So, damit sind die Schnuffelmäuse im Bett. Nach einem aufregenden Tag mit Babybesuch. Ja, und ich finde es gut, dass es nicht eingetroffen ist, was wir vorausgesagt haben, dass der Tag mit Unwettern endet. Allerdings endet er mit Regen. Was auch nicht verkehrt ist, kommt meinem Gesäten zugute. Na gut, dann mache ich für uns jetzt Abendbrot, damit wir essen können, wenn die Anna runterkommt. Deswegen sage ich schon mal, hey, tschüss, wir sehen uns morgen.